Junge, alles frisch? Alto belli. Yo, cool, dass du eingeschaltet hast. Heute geht's um den Ansatz. Wir spielen heute die ersten Töne und erstmal trinken wir einen Kaffee. So muss das sein. Heute geht es um den Ansatz und deine ersten Töne. Was ist eigentlich der Ansatz? Da schauen wir jetzt mal nach, was uns Wikipedia da erzählt. Ansatz steht für Blasinstrument, Umgangsart mit dem Mundstück eines Blasinstruments. Als Ansatz bezeichnet man die Technik des Ansetzen eines Blasinstruments an den Mund des Musikers. Dies umfasst nicht nur die exakte Positionierung des Instruments und die richtige Lippen- und Kieferstellung, sondern bezeichnet auch die Fähigkeit des Spielers zu ausdauerndem Spiel mit anhaltend guter Tonqualität. So spricht man auch davon, dass bei längeren Übepausen als erstes der Ansatz verloren geht. Ich denke, was für uns wichtig ist zu wissen, dass wir eine gute Muskulatur aufbauen. Wie machen wir das? Habt ihr schon mal Johnny Hodges gehört? Was für einen unglaublichen Ton der hat, was für einen Sound der auf seinem Instrument hat? Oder habt ihr schon mal Jimmy Hamilton gehört an der Klarinette? Wenn ihr einen guten Sound haben wollt, haltet lange Töne aus. Und genau das machen wir jetzt. In dem Video zuvor habe ich euch gezeigt, wie ihr die Klarinette zusammenbaut und wie ihr das Mundstück zusammenbaut.
Ihr wisst, wie ihr es zusammenbaut. Ihr habt das Mundstück in der Hand. Jetzt probieren wir einfach mal, hiermit einen langen Ton zu spielen. Wenn bei euch kein Ton kommt, dann macht ihr was falsch. Was? Weiß ich nicht. Aber ich kann euch Tipps geben, wie ihr es richtig macht. Wir schauen mal hier in die Klarinettenschule von Rudolf Mauz, was er über den Ansatz sagt. Eines unserer Ziele ist es, möglichst schnell einen natürlichen und zuverlässigen Ansatz zu finden. Wenn du an einem Trinkhalm ziehst oder wenn du pfeifst, hast du ziemlich genau die richtige Lippen- und Kinnstellung. Die Schließmuskeln des Mundes formen ein O. Okay. Das, was ich gut finde, ist der Vergleich mit dem Pfeifen. Wenn ihr mal pfeift. Ihr macht so einen spitzen Mund. So wie ein Kussmund. Wie wäre es anlässlich des Valentinstags mit einem Blow-up über... Das ist der richtige Weg. Müsst ihr euch vorstellen, ihr habt einen Bleistift oder einen Strohhalm im Mund. Und dann umschließt ihr den Stift feste mit dem Mund. Das können wir mal zusammen machen. Nehmt euch mal einen Stift, nehmt ihr den Mund. Ich halte den Stift jetzt alleine mit meiner Lippenkraft fest. Meine Zähne beißen da nicht drauf. Nur die Lippenkraft hält den Stift fest. Ich packe quasi mit meinem Mund zu. Und das ist auch das, was ihr mit dem Mundstück machen sollt. Und mit eurem Mund. Ihr packt mit dem Mund das Mundstück zu. Ihr habt quasi einen Griff mit dem Mund. Das üben wir jetzt am Bleistift nochmal. Okay, da ist ein fester Griff drin. Stellt euch vor, es kommt jemand vorbei und er will euch den Bleistift aus dem Mund ziehen. Und ihr dürft den nur alleine mit der Lippenkraft festhalten. Da ist ein Griff. Ich habe da einen festen Griff drin und darum geht's. Anderer wichtiger Punkt ist, wo kommt die Zähne hin? Wie weit soll ich das Mundstück im Mund nehmen? Das macht ihr ungefähr 1 cm. Kommen die Zähne drauf, so. Die Unterlippe liegt über den Zähnen und auf die Unterlippe drückt das Blatt. Der Winkel ein bisschen nach unten. Wichtig ist, dass ihr ein bisschen Berührung mit dem Schneidezahn hier oben habt. Super. Jetzt hoffe ich, dass bei euch der richtige Ton kommt. Wenn nicht, dann liegt es vielleicht daran, dass ihr zu sehr aus dem Brust, aus dem Kopf heraus in das Mundstück reinpustet. Und das soll es nicht sein. Ihr sollt aktiv da reinblasen, als ob ihr einen Schlauchblot aufbläst. Probiert's nochmal, ihr kriegt das hin. Bleibt dran, probiert euch aus. Jetzt solltet ihr nach ein paar Versuchen schon einen Ton rausbekommen, auch wenn er nicht so ist wie meiner. Vollkommen in Ordnung. Wir gehen einen Schritt weiter und wir versuchen mal mit der Kiefermuskulatur den Ton zu regulieren in der Tonhöhe.
Das heißt, wenn ich meine Kiefermuskulatur entspanne, geht der Ton nach unten. Wenn ich meine Kiefermuskulatur anspanne, erhöht sich die Tonhöhe. Wenn wir das langsam in Wechsel machen, klingt es so. Wenn wir das schnell im Wechsel machen, klingt das so. Okay, wir gehen einen Schritt weiter und nehmen die Beine dazu. Jetzt probieren wir hier mit dem Ton rauszubekommen. So sollte es schon viel einfacher sein. Man kann den Ton viel leichter halten, er klingt viel schöner und gleichmäßiger. Auch hier probieren wir mal mit der Kiefermuskulatur den Ton zu regulieren. Muskel locker lassen und anspannen. Ihr könnt euch eine Kuh vorstellen, die auf dem Gras sitzt und glücklich Gras kaut. Ja, da bewegt sich der Kiefer. Denkt an die Kuh und kaut quasi auf eurem Mundstück. Auch wenn es blöd klingt, aber versucht mal, den Ton zu regulieren. Dann könnt ihr auch mal probieren, ganz langsam den Ton runterkommen zu lassen und wieder hoch. Ist der gut. Okay, jetzt ab an die volle Klarinette. Gut, ich habe schon erklärt, wo eure Finger hinkommen. Wenn ihr das nicht wisst, guckt euch nochmal meine anderen Videos an. Wie baue ich die Klarinette zusammen? Dann probieren wir mal aus, da einen Ton rauszubekommen. Super. Und das ist auch schon alles, was ich euch erstmal zeigen will. Denn diese Übung ist für euch entscheidend. Denn wenn ihr einen Ton richtig schön spielen könnt, kraftvoll, mit einem schönen Klang, dann könnt ihr jeden anderen Ton auch schön spielen. Haltet lange Töne aus. Versucht einen kontinuierlichen Fluss da reinzubringen. Versucht den Ton zu halten. Das hat es in sich. Hier steht es drin. Klose. Die Klarinettenmethode. Das ist mit eins der Standardwerke. Hier steht. The first sounds to be studied. Long notes. The student's first labors should be devoted to long notes. Und so weiter. Das Wichtigste ist lange Noten. Auf die Zunge gehe ich jetzt noch nicht ein, denn das wird zu komplex. Die Zunge ist erstmal entspannt. Und ich verspreche euch, wenn ihr lange Töne übt, dann bekommt ihr einen schönen Sound. Sucht euch einen Klarinettenlehrer, der euren Ansatz mal untersucht, der sich anguckt. Wie haltet ihr das Instrument? Habt ihr den Hals entspannt? Wie ist die Stellung eurer Lippen? Welche Muskeln habt ihr? Beißt ihr aufs Mundstück oder nicht? Dafür ist es gut, sich einen Klarinettenlehrer zu suchen, der euch mal den Ansatz richtig erklärt. Und für den Anfänger wie und den Fortgeschrittenen. Eure Muskeln sind dafür zuständig, wie gut ihr Klarinette spielen könnt. Und lange Töne trainieren eure Muskeln.
Also, lange Töne am Anfang. Lange Töne. Halleluja, Baby. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann vergiss nicht, mir einen Daumen hoch zu lassen und meinen Kanal zu abonnieren. Wenn du Fragen hast, schreib mir doch was in die Kommentare. Wenn du mich unterstützen willst, kannst du mir gerne eine Spende zukommen lassen. Das motiviert mich, mit dieser Arbeit weiterzumachen. Wenn du Unterricht bei mir haben möchtest, melde dich bitte hier. Ich danke dir dafür, dass du zugeschaut hast und ich wünsche dir eine gute Zeit und viel Spaß mit deinem Instrument.